Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu MTR Journal. In der heutigen Ausgabe haben wir unter anderem folgende Themen für Sie vorbereitet. Die Zusammenfassung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Möge Allah seine Hand stärken. Ein gesunder Körper, ein gesunder Geist. Das nationale MKAD-Fußballturnier fand in Dieburg statt. Muslime spenden Blut in Frankfurt am Main. Markt der Initiative Flüchtlingshilfe in Offenbach. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist dabei. Weimar für alle, alle für Weimar. Ahmadiyya Muslime setzen Zeichen. Wir beginnen mit der Zusammenfassung der letzten Freitagsansprache seiner Heiligkeit, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, dem weltweiten Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat, die seine Heiligkeit am 12. Februar 2016 in der Battlefutur Moschee in London gehalten hat. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, knüpfte an die vergangene Freitagsansprache an, in der Hazrat Muslimaut, also der verheißene Sohn, möge Allah Gefallen an ihm haben, von Erzählungen berichtete, die der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, seinen Kindern zu erzählen pflegte. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erzählte seinen Kindern Geschichten, die eine Botschaft der Moral enthielten. Eine der Geschichten handelte von der Flut zur Zeit des Propheten Noah, Friede sei auf ihm. Die Flut kam, als die Menschen sich von jeglicher Sittlichkeit abwandten und aufgrund von Sünde in den Augen Gottes an Wert verloren. Man erzählt, dass zu dieser Zeit ein Vogelküken allein in seinem Nest auf einem Hügel zurückblieb. Es rang nach Wasser, woraufhin Gott seine Engel aufforderte, Regen hinabzusenden, dass es das Nest auf dem Hügel erreicht und das Küken trinken könne. Die Engel antworteten, dass dies zum Untergang und der Zerstörung der Menschheit führen würde. Gott antwortete, dass die Menschen sich von ihm abgewandt haben und das Vogelküken ihm mehr bedeute als die Menschheit. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sagte, dass aus der Geschichte ersichtlich wird, dass wenn der Mensch vom rechten Pfad abkommt, sein Wert in den Augen Gottes geringer ist als der eines Küken. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, mahnte alle dazu an, sich selbst dahingehend zu reflektieren, ob wir, nachdem wir den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, akzeptiert haben, dem Glauben Vorrang über weltliche Dinge geben und das Böse verwerfen und Frömmigkeit annehmen. Die aktuelle Weltsituation zeige, dass Regierungen und Bevölkerungen ihren Rechten gegenüber nicht nachkommen und in vielen Ländern sich Menschen von Gott abwenden. Heute ist es die Aufgabe eines Ahmadis, die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass wenn Menschen sich nicht besinnen, es zu großer Zerstörung führen kann. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sagte, dass wir die Welt nicht von der Schönheit des Islam überzeugen können, solange wir sie nicht in unserem Alltag ausleben, auch wenn es bedeutet, auf seine Rechte zu verzichten. Seine Heiligkeit führte Beispiele aus dem Leben der Gefährten des heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Segnungen Allahs seien auf ihm, an, die zeigten, wie sehr sie auf die Rechte ihrer Mitmenschen achteten. Abschließend machte seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, auf die Situation von Ahmadis in Pakistan aufmerksam. Alle Ahmadis sollten sich mit Aufrichtigkeit Gott zuwenden und durch zusätzliche Gebete und Spenden von Almosen die Barmherzigkeit Gottes erflehen. Möge Allah es uns ermöglichen, in einer Art und Weise zu beten, die selbst den Himmel erschüttert. Es ist überliefert, dass der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segnung Allah seien auf ihm, sagte: Der starke Gläubige ist Allah lieber als der schwache Gläubige. In diesem Sinne veranstaltete die Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Deutschland, also die Jugendorganisation der Gemeinde, ein Fußballturnier in Dieburg. Mannschaften aus ganz Deutschland nahmen daran teil. In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. So lautet ein Ausspruch des heiligen Propheten Mohammed. Getreu dieses Mottos kamen vergangenen Sonntag junge Muslime im südhessischen Dieburg zu einem nationalen Fußballturnier zusammen. Organisiert wurde diese Sportveranstaltung durch die Majlis Khuddamul Ahmadiyya, die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Dieses Jahr nahmen 45 Mannschaften teil. Laut dem Organisator ein Rekord. Gespielt wurde in drei Hallen. Die Gruppensieger standen sich später in K.O.-Runden gegenüber, ein Turnier, das junge Muslime enger schweißen soll. Am Ende belegte Großgerau den dritten Platz, Offenbach wurde Zweiter
und Turniersieger war dieses Jahr die Mannschaft aus Köln. Ja, liebe Zuschauer, wir haben eben den Beitrag zu dem Fußballturnier gesehen. Ich darf nun bei uns im Studio Herrn Akhlaq Malik begrüßen. Herr Malik ist Hauptverantwortlicher gewesen und hat sozusagen das Fußballturnier maßgeblich mitorganisiert. Assalamu alaikum, Herr Malik. Wa alaikum salam. Jazakallah für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Malik, nun fragt sich doch der eine oder andere, warum denn eine religiöse Gemeinde so ein Sportturnier auf die Beine stellt. Welcher Sinn und Zweck steckt denn dahinter? Der Sinn und Zweck solcher Sportveranstaltungen, die Majlis Khudam al-Ahmadiyya seit Jahren und in regelmäßigen Abständen durchführt, ist, den Khudam-Brüdern eine Plattform zu geben, dass sie national miteinander zusammenspielen, in einem Team, als in einer Mannschaft und gemäß nach dem Motto, nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Das ist natürlich ein sehr schönes Motto. Nun vielleicht etwas zum Organisatorischen des ganzen Turniers. Wie haben sich denn unsere Zuschauer das vorzustellen? Wie läuft das Ganze denn ab? Ich wurde von Majlis Salsa Khudam al-Ahmadiyya im Dezember 2015 ernannt als Hauptverantwortlicher, das heißt Nazim Yala. Und danach ging schon die Vorbereitung, das heißt Kostenvoranschläge für die ganze Planung. Und dann wurde auch sehr schnell ein Komitee zusammengesetzt, wo zwei Sonal Qaidin in dem Komitee waren und ein Naib Nazim Yala, die dann sozusagen eine größere Gruppe von Nazimin geführt haben. Und darüber ging dann sozusagen die Vorbereitung und genau, so war ungefähr die Planung. Und wir haben es dann sozusagen in einem Meeting wurde dann das Gesamtkonzept vorgestellt, wo wir dann einzelne Shobajat, das heißt einzelne Abteilungen, durchgegangen sind und nochmal aufgezeigt haben, welche Aufgaben sie haben und was da zu machen ist, in welchen Zeitabständen, zu welchen Fristen und verschiedenen Rahmenbedingungen gesetzt, um da wirklich eine gute Planung zu machen. Haben Sie noch Zahlen für uns, zum Beispiel wie viele Mannschaften teilgenommen haben am Turnier? Genau, in der Vorbereitung war auch, dass wir ein Online-Formular auf der Khudam al-Ahmadiyya-Seite online gestellt haben. Und da konnten sich dann die Zonen online anmelden. Und Alhamdulillah, dieses Jahr war dann bisher die höchste Anzahl von Mannschaften dabei gewesen. In den letzten Jahren waren das ungefähr 30, 32, 33. Und Alhamdulillah waren das diesmal 45 Mannschaften. Und es ist ein erheblicher Zuwachs in der Anzahl von Teilnehmern. Und ja, es war auch sehr schwierig eigentlich. Ich habe noch gehofft in dem Turnier, dass nicht mehr als 45 Mannschaften kommen, weil wir noch ein paar Tage vorher, wir hatten den Spielplan kalkuliert und das war sehr schwierig, den Plan so zu erstellen, dass man auch wirklich zeitig, in der Zeit auch fertig wird, weil die Zonen kommen ja aus der Ferne. Das heißt, Köln zum Beispiel, die sind als Letzter gegangen, weil die ja gewonnen haben. Ja. Daher war einfach die Herausforderung, dass man einen Spielplan entwickelt in der Anzahl von Mannschaften, dass man auch wirklich zeitig auch in einem Tag alles schaffen kann. Die Spiele müssen ja dann auch so eng getaktet sein, das Turnier lief ja quasi nur über einen Tag. Und deswegen frage ich mich dann, wie das Ganze abgelaufen ist. Wie lange ging denn ein Spiel? Hatten Sie Gruppenphasen? Ging es direkt in die K.O.-Phase? Wie kann man sich das denn vorstellen? An dem 7. Februar 2016 haben wir sozusagen als Komitee uns getroffen zum Fajr-Gebet und haben dort zusammen den Tag begonnen. Relativ früh also schon? Genau, sehr früh schon. Und wir haben dann ab 8 Uhr morgens die Anmeldung eröffnet. Und dann kam dann die Anmeldung und wir haben dann sozusagen schon vorher bekannt gegeben gehabt, zum Teil, dass wir 7 Minuten ein Spiel, die Spieldauer 7 Minuten beträgt und dazwischen 3 Minuten als Pause. Und das ging in der K.O.-Phase, als in der Gruppenphase, als auch in den K.O.-Runden, wurde nach der Spieldauer gespielt. Nun ist es ja so, dass der Sport teilweise auch mit Emotionen verbunden ist. Wie haben Sie denn das Turnier erlebt? Ging es eigentlich relativ ruhig zu? Wie haben sich die Spieler verhalten? Wie war denn die Qualität auch der Spiele? Die Qualität ist Jahr zu Jahr besser. Und das sehr erfreulich ist, dass sehr viele junge Khudam auch da teilnehmen. Und insgesamt ist die Veranstaltung Alhamdulillah sehr erfolgreich gewesen.
Wir hatten auch ein sehr gutes Feedback gehabt von den Kapitänen. Wir hatten da so eine Gruppe erstellt und um auch einen Kontakt herzustellen im Vorher als auch nachher. Und wir hatten nochmal Feedback bekommen, dass das Alhamdulillah alles gut gewesen war. Und natürlich sind da auch Emotionen dabei, aber alles in einem Rahmen dessen, was die Jamaat und Khudamlem den auch kennt. Sie haben es gerade angesprochen, da waren viele junge Khudam dabei. Das heißt, dass auch der Sport einen gewissen Bildungsauftrag hatte und der auch mehr oder weniger erfolgreich umgesetzt werden konnte, Gott sei Dank. Ja, Alhamdulillah. Das heißt, einem weiteren Turnier vielleicht im nächsten Jahr oder jetzt weiteren größeren Turnieren in diesem Jahr steht also nichts mehr im Wege. Vielleicht können Sie uns noch sagen, was steht noch an, was ist geplant? Okay. Inshallah wird das nationale Ijtima der Majlis Khudamlem, der ja dieses Jahr in 2016 im Monat Mai durchgeführt, veranstaltet. Also die jährliche Versammlung. Genau, die jährliche Versammlung. Und da werden ja auf jeden Fall, gehört ja der Sport. Und da werden dann verschiedene Sportarten wie Cricket, Fußball, Volleyball, Badminton, jede Menge Sportarten angeboten. Und das ist, glaube ich, mal die nächste große Veranstaltung. Darüber hinaus werden auch im Verlauf des Jahres dann nochmal weitere Turniere anstehen. Geplant ist auch ein Ligasystem nationalweit. Da sind wir gerade in der Vorbereitung und ich hoffe, dass wir da etwas auf den Bein stellen können, das ungefähr der Bundesliga angleicht und da wirklich nochmal Qualität als auch eine Förderung in der Khudamlemdir zu machen. Also zum einen ist da auf jeden Fall für jeden was dabei und zum anderen wird natürlich nach dem Höchsten gestrebt. Genau. Herr Malik, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Mühe bedanken. Sie bleiben noch kurz bei uns. Ja. Ja, liebe Zuschauer, im Heiligen Koran heißt es, und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Unter dem Titel Muslime spenden Blut führt die Jugendorganisation der Gemeinde, also die Majlis Khudam Ahmadiyya Deutschland, deutschlandweit diese Blutspendeaktion durch. Die Mainmetropole Frankfurt ist mehrmals Gastgeber dieser Blutspendeaktion gewesen, so auch in unserem folgenden Beitrag. Blut für den Frieden. Muslime spenden Blut. Mit dieser Aktion, welche zum 8. Mal in Frankfurt von der Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der Majlis Khudamul Ahmadiyya, in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Mainz organisiert wurde, konnte durch die Gnade Allahs 43 Liter Blut für Menschen in Not gesammelt werden. Insgesamt haben 86 Menschen Blut gespendet. Jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, Nationalität oder Religion, war herzlich eingeladen, in der Frankfurt Ahmadiyya Muslim Zentrale in Bethesda-Bu Blut zu spenden. Die Blutspendeaktion dient dazu, vor allem Muslime zu ermutigen, Blut zu spenden und somit auch auf diesem Wege Menschen zu helfen. Das höchste Ziel für einen Muslim ist es, seinen Schöpfer zufriedenzustellen und seiner Schöpfung zu dienen. Anschließend gab es reichlich Essen und Trinken, damit die Spendenden zurück zu Kräften gelangen. Im Koran heißt es, wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Der Islam, eine Bedrohung oder eine Quelle für den Frieden? Eine Frage, die nicht kontroverser diskutiert werden könnte. Aus diesem Grunde lud die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Augsburg zu einem Vortrag zu diesem Thema samt anschließender Frage und Antwort darunter ein. Der Vortrag war mehr als gut besucht. In Augsburg hatte die Religionsgemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat am 11. Februar 2016 zum einen Vortrag mit dem Thema Der Islam, eine Bedrohung oder eine Quelle für Frieden geladen. Veranstaltungsort war die neue Stadtbücherei. Vorbehalte gegenüber dem Islam kommen immer wieder auf. Und wir sehen dem Islam durch ungerechtfertigten Zuschreibungen, Angriffen ausgesetzt. Dem Heiligen Koran werden falsche Auslegungen zugesprochen, sodass versucht wird, durch die verfälschten Lehren den Eindruck zu erwecken, dass der Islam nur Extremismus und Barbarei lehrt. Das Thema beruht auf die Rede von dem 5. Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah seine Hand stärken, die er an die deutschen Gästen anlässlich der Jalsa Salana, die jährliche Hauptversammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, in 2014 richtete. Herr Abdullah Uwe Wageshauser, der Bundesvorsitzende der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland, hielt diesen Vortrag, indem er über die Lehren des Islams berichtete und weiteres über den heiligen Propheten, Frieden und Segnungen Allahs seien auf ihm, erzählte.
Ich bin gekommen, um mich über den Islam zu informieren. Es war meine erste Veranstaltung dieser Art. Ich bin auch deshalb gekommen, weil wir gerade im Umfeld wahrnehmen, wie viele, viele Menschen aus dem Nahen Osten kommen, die einen anderen Glauben haben und denen man häufig auch mit Vorurteilen begegnet. Es war wirklich sehr interessant, mal einige Ausführungen zum Islam zu hören, die man so normalerweise in unserer deutschen Kultur nicht bekommt. Und von daher sage ich vielen Dank dafür. Die Veranstaltung war sehr gut besucht, mit rund 145 Gästen, wobei das Interesse höher war als Platz in den Räumlichkeiten. Nach der Rede von dem Bundesvorsitzenden gab es noch eine sehr angeregte Frage- und Antwortrunde mit vielen Wortmeldungen. Es war eine tolle Veranstaltung, fand ich. Gut vorbereitet, gut organisiert. Und es war ein interessantes Publikum. Also es waren nicht nur Ja-Sager da, es waren auch sehr kritische Leute, waren auch ein paar Troublemaker, aber die Frau Dahm standen dann sofort bereit. Also es war alles im Rahmen und das Feedback war sehr gut. Also viele Leute haben viele von uns angesprochen, also auch mich, und haben gesagt, also das war eine neue Seite, die sie gesehen haben, ja, der Entwicklung, und sie sind sehr zuversichtlich. Mit der Veranstaltung wurden Meinungen ausgetauscht und Vorurteile abgebaut. Liebe Zuschauer, kaum ein anderes Thema ist in den deutschen Medien so präsent wie die aktuelle Situation der Flüchtlinge. Diese Krise kann nur gemeistert werden, wenn Politik und Gesellschaft Hand in Hand arbeiten. Die Ahmad Muslim Jamaat in Offenbach engagiert sich bereits seit einiger Zeit in der Flüchtlingshilfe. Hierzu darf ich Herrn Mohammed Yaqub begrüßen. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Offenbach zuständig. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Herr Yaqub, wie können wir uns das denn vorstellen? Wie ist denn der Kontakt zu den Flüchtlingen und zu der Politik entstanden? Also wir hatten letzten Samstag, am 6. Februar, einen neuen Empfang bei uns veranstaltet. Und da hat einer der Gäste uns diese Möglichkeit angeboten, hat uns eingeladen, dass wir, ob wir nicht zu dieser Messe kommen und unsere Aktivitäten vorstellen. Sie reden quasi von der Messe, an der alle Organisationen auch eingeladen waren, die an der Flüchtlingshilfe beteiligt waren. Die SPD sozusagen war bei Ihnen am Neujahrsempfang eingeladen und Sie waren sozusagen Gast dann bei der SPD. Genau, das ist ein schönes Beispiel von das Geben und Nehmen. Genau, so sieht's aus. Aber ich würde gerne nochmal zurückgehen. In unserem Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass Sie bereits seit einiger Zeit mit den Flüchtlingen kooperieren und mit der Politik kooperieren. Wie sieht denn diese Hilfe genau aus? Was machen Sie mit den Flüchtlingen? Welche Projekte haben Sie denn dort? Ja, also wir haben die Flüchtlinge erst mal eingeladen zu uns, haben wir ihre Probleme gehört, wo es schmerzt, wo drückt der Schuh und so weiter. Wir haben sie jetzt zum Essen eingeladen, die haben Moschee besucht, die haben dort gebetet, haben sich gefreut, dass jemand da ist. Wir könnten auch in Arabisch übersetzen, das ganze Programm. Und das war so erfolgreich, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir nach ein paar Tagen nochmal. Und dann haben wir nächsten Monat nochmal eine Gastmahlzeit eingerichtet und da waren sie auch wieder da. So circa 60 Flüchtlinge. Und das ist auch dann genauso gut gelaufen. Also die lokale Ahmadiyya Muslim Jamaat in Offenbach hat sich quasi als Ansprechpartner für die Politik in Sachen Flüchtlinge etablieren können? Das haben wir versucht und ich denke, das sieht gut aus. Ja. Sehr gut. Wie war denn die Resonanz auf dieser Messe? Es ist ja natürlich erstmal ein verwunderlicher Blick, dass da eine religiöse Gemeinde vor Ort ist. Wie kam das denn an? Ja, das habe ich auch so ein bisschen befürchtet, dass es irgendwie falsch ankommt. Mhm. Aber erstaunlicherweise haben die Gäste das sehr angenehm gefunden. Die haben für unsere Literatur interessiert, die haben für unsere Aktivitäten interessiert. Wir haben so auf einem großen Bildschirm relativ eine Präsentation laufen gehabt, wo die Aktivitäten von letztes Jahr gelaufen sind, mhm, als Bilder. Da haben sie sehr interessiert drauf geschaut und parallel haben sie unsere Bücher und Broschüre angeschaut und viele also mitgenommen. Es war Selbstbedienung angesagt, sie haben unsere kleine Präsente und Geschenke mitgenommen. Es kam gut an, haben sich alle gefreut. Also da waren jetzt keine falschen Ängste oder Vorwürfe, und wenn welche da waren, dann haben Sie durch Ihren Dialog diese Vorwürfe beseitigen können. Ja, das ist richtig. Ja. Herr Yaqub, meine abschließende Frage, was ist denn für die Zukunft geplant? Welche Projekte stehen denn da an? Also wir haben da für die Zukunft auch solche Mahlzeiten sind geplant mit Flüchtlingen. Wir möchten sie nochmal wie im letzten Jahr mit ihrem Bedarf, Schuhe und Kleider und solche Dinge beliefern noch einmal. Und ich habe dort eine Organisation kennengelernt, die heißt Teachers on the Road. Mhm. Die bringen die Flüchtlinge Deutsch.
dabei und die haben ein ganz interessantes Problem angedeutet. Die haben gesagt, uns gehen die Gebetsteppiche aus, können Sie uns da helfen? Die Flüchtlinge kommen immer wieder, die wollen beten, aber haben keinen Gebetsteppich. Da habe ich versprochen, okay, wir werden dafür sorgen, dass sie ein paar Gebetsteppiche von uns bekommen. Eine sehr schöne Aktion. Wir wünschen Ihnen natürlich bei Ihren weiteren Aktionen und Projekten alles, alles Gute. Sie bleiben noch kurz bei uns. Liebe Zuschauer, der Herr Jakob hat ja gerade schon angesprochen, dass durch die Neujahrsempfänge Kontakte geknüpft werden konnten. Und in unseren letzten Ausgaben haben wir immer wieder von Neujahrsempfängen berichtet. Auch dieses Mal waren wir für Sie unterwegs, und zwar in Rottgau. Muslime für Frieden. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Rottgau veranstaltet am 7. Februar im Bürgerhaus Rottgau-Weißkirchen den jährlichen Neujahrsempfang. Herzlichst eingeladen waren Freunde, Bekannte und Gäste aus der Nachbarschaft, der Gesellschaft und Politik. Als Ehrengäste waren geladen der Bundestagsabgeordnete Herr Dr. Matthias Zimmer, der Landrat Herr Oliver Quilling, Landtagsabgeordneter Herr Corrado Di Benedetto und der Bürgermeister der Stadt Rottgau, Herr Jürgen Hoffmann. In den Großworten wurde der Ahmadiyya Muslim Jamaat für ihr gesellschaftliches Engagement, im Besonderen in der Flüchtlingshilfe, gedankt. Während der Veranstaltung spendete die lokale Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde dem Flüchtlingswerk in Rottgau 500 Euro. Die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat bringen sich in das lokale Gemeindeleben ein und fördern so den Dialog und ein friedliches Miteinander. Bei einem gemeinsamen Essen und interessanten Gesprächen hat man die Veranstaltung abklingen lassen. Liebe für alle, Hass für keinen in Rottgau. Das Protestbündnis Weimar gegen Rechts aus Weimarer Institutionen, Vereinen, Parteien und Privatpersonen hatte zum Protest gegen den geplanten sogenannten Trauermarsch von Neonazis aufgerufen. Dabei wird der vermeintlichen Zerstörung der Stadt Weimar durch die alliierten Bomberverbände gedacht. Teil dieses Protestes gegen die Neonazis war auch die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Hierzu darf ich am Telefon Herrn Suleiman Malik begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Herr Malik. Ja, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Herr Malik, meine erste Frage an Sie: Wie ist denn der Kontakt zu dieser Protestbewegung entstanden? Genau, zum ersten ganz kurz zu diesem Jahrestag, was es da geschah ist. Also anlässlich des 71. Jahrestages Bombardierung am 9. Februar finden viele Veranstaltungen statt. Und die Rechtsradikalen nutzen den Tag für eigene Zwecke. Und an dem Tag wurde eine sozusagen Gegendemonstration oder Gegenmahnwache organisiert von einem Verein Weimar gegen Recht. Und da wurden wir auch eingeladen, um unseren Botschaft, also das Frieden zu verkünden. Die sind auf uns aufmerksam geworden durch die Flyer-Aktion, die wir organisieren, wo unsere Botschaft ganz eindeutig draufsteht: Liebe für alle, Hass für keinen, Muslime für Frieden. Und die wollten unbedingt uns auch an dem Tag dabei haben in Weimar. Wir sehen es gerade in den Bildern, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat dann doch mit einem Stand vertreten war. Sie haben es gerade angesprochen, die Flyer wurden auch verteilt. Wie kam denn dieser Stand bei den Leuten an? Wie war denn die Resonanz? Ja, es waren drei Stände, also dort von verschiedenen Vereinen, Verbänden und Politikern. Und unser Stand stand genau gegenüber dieser Bühne. Die Bühne, also das war auch von den Organisatoren so gewünscht, dass wir wirklich auch gleich gegenüber der Bühne stehen. Und es waren circa 1000 Personen, die vor Ort waren, und alle haben unsere Flyer mitgenommen. Also das war alhamdulillah sehr gut besucht und kam auch sehr gut bei den Menschen an. Also das Motto Liebe für alle, Hass für keinen hat einfach mal wieder gezeigt, wie Leute auch interessiert waren und Leute auf sie zugegangen sind und auch das Gespräch mit ihnen gesucht haben. Richtig, genau. Alhamdulillah. Herr Malik, wie sieht es denn aus mit zukünftigen Projekten? Sind denn weitere Kooperationen, Zusammenarbeiten geplant? Auf jeden Fall. Also wir haben in Thüringen so eine Situation, kann ich auch ganz kurz den Hintergrund sagen, dass sehr viele
Veranstaltungen durch AfD und Rechtspopulisten veranstaltet werden. Und in Thüringen bilden immer mehr Bündnisse, also Bündnisse, in denen die Parteien, demokratische Parteien sich vereinigen und gegen diese Botschaft des Hasses sozusagen vorgehen. Und wir werden immer wieder von solchen Bündnissen angesprochen, ob wir daran auch aktiv teilnehmen können. Und das ist diese Einladung bekommen, haben wir den Flyer-Aktionen zu danken. Wir haben letzte Zeit also flächendeckend in Thüringen Flyer verteilt, mit Hilfe von Rodams, die extra hierher anreisen. Und dadurch sind wir sehr viel Aufmerksamkeit haben wir in der Gesellschaft bekommen. Und wir haben jetzt schon Einladungen für die nächsten paar Monate für solche Veranstaltungen. Und solche Veranstaltungen können wir unseren Botschaft auf sehr große sozusagen Ebene unserer Botschaft verkünden, Alhamdulillah. Also auch hier hat sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat als fester Ansprechpartner für die Politik etabliert. Richtig, genau. Und durch diese flächendeckende Arbeit haben wir natürlich auch jetzt mittlerweile Gegenwind, also in Thüringen. Also viele Politiker oder andere Verbände, die das ungern sehen, dass wir gerade Ahmadiyya-Gemeinde als Vertreter der Muslime in Thüringen anerkannt werden. Und das kommt bei vielen nicht so gut an. Und aber Alhamdulillah, das sind Segen Allahs mit uns. Und wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass wir immer, also wenn Gegenwind da ist, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommen. Das ist der Fall aktuell in Thüringen. Herr Malik, ich wünsche Ihnen zum einen natürlich viel Kraft und viel Erfolg bei weiteren Aktionen und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakum Allah khairan jaza. Ja, liebe Zuschauer, in der letzten Woche fanden ja auch viele weitere Veranstaltungen und Events statt. Und was genau stattfand, sehen wir jetzt in dem nächsten Clip. Ja, liebe Zuschauer, falls in Ihrer lokalen Gemeinde eine Veranstaltung ansteht, können Sie uns auch natürlich kontaktieren, und zwar per Mail am besten. Die E-Mail-Adresse hierfür lautet news@mta-tv.de. Schreiben Sie uns einfach eine Mail und wir werden dann bei der Veranstaltung vorbeischauen und diese aufzeichnen. Sie können natürlich auch unsere Sendungen nachverfolgen, falls Sie diese Sendungen verpasst haben, auf unserem YouTube-Kanal MTA German Service werden die Sendungen zeitnah hochgeladen und dann können Sie sich diese zu Gemüte ziehen. Liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Im Anschluss folgt eine Ausgabe von Aspekte des Islams, in der die aktuelle Flüchtlingssituation in Hamburg diskutiert wird. Bleiben Sie uns erhalten. Bis dahin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.